Was denkt die Kirche vom Menschen? Welche Empfehlungen erscheinen zum Aufbau der heutigen Gesellschaft angebracht? Was ist die letzte Bedeutung der menschlichen Tätigkeit in der gesamten Welt? Auf diese Fragen erwartet man Antwort. Von da wird klarer in Erscheinung treten, dass das Volk Gottes und die Menschheit, der es eingefügt ist, in gegenseitigem Dienst stehen. Das ist doch nicht möglich. Das ist der Verzicht auf den gottmenschlichen Anspruch, so etwas zu schreiben. Solange das nicht vom Tisch ist, meine lieben Brüder und Schwestern, interessiert mich alles, was sonst von der offiziellen Seite der Kirche gesagt wird, rundum überhaupt nicht. Das muss vom Tisch. Dann, es wird immer dicker, Sie sehen schon, das bisschen, was ich Ihnen vorlese, ist schon entsetzlich langweilig. Wenn die Kirche auch den Atheismus eindeutig verwirft, so bekennt sie doch aufrichtig, dass alle Menschen, Glaubende und Nichtglaubende, zum richtigen Aufbau dieser Welt, in der sie gemeinsam leben, zusammenarbeiten müssen. Das kann gewiss nicht geschehen ohne einen aufrichtigen und klugen Dialog. Deshalb beklagt sie die Diskriminierung zwischen Glaubenden und Nichtglaubenden. Was heißt Diskriminierung? Ja, jedenfalls wird der Nichtglaube als solcher selbstverständlich von uns diskriminiert. Denn es ist unsere höchste Pflicht, den Nichtglauben zu diskriminieren. Selbstverständlich nicht den Menschen. Das ist eine Binsenweisheit. Aber überlegen Sie mal, alle Menschen, Glaubende und Nichtglaubende, müssen zusammenarbeiten zum richtigen Aufbau dieser Welt. Was ist denn der richtige Aufbau dieser Welt? Woher sollen denn die Nichtglaubenden wissen, was der richtige Aufbau dieser Welt ist? Das ist pure Freimaurerei. Pure Freimaurerei. Dann, zur Förderung dieser Gemeinschaft der Personen bietet die christliche Offenbarung eine große Hilfe. Ach, wie bescheiden, welch eine unsagbare Demut, in Anführungszeichen. Eine bösartige, eine satanische Demut. Hilfe, Hilfe. Haben wir Hilfestellung zu gewähren? Wir haben das einzig denkbare Glück zu vermitteln, das Totale, ohne dass es nur Unglück und Verlorenheit und nichts gibt. Das ist die sogenannte Hilfe. Aus der gesellschaftlichen Natur des Menschen geht hervor, dass der Fortschritt der menschlichen Person und das Wachsen der Gesellschaft als solcher sich gegenseitig bedingen. Das ist purer Marxismus. Ich muss mich ein bisschen eilen. So deutete der Herr selbst es an, als er sagte, der Sabbat sei um des Menschen willen da, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Die gesellschaftliche Ordnung muss sich ständig weiterentwickeln, muss in Wahrheit gegründet, in Gerechtigkeit aufgebaut und von Liebe beseelt werden und muss in Freiheit ein immer humaneres Gleichgewicht finden. Um dies zu verwirklichen, sind Gesinnungswandel und weitreichende Änderungen in der Gesellschaft selber notwendig. Der Geist Gottes, dessen wunderbare Vorsehung den Lauf der Zeiten leitet und das Antlitz der Erde erneuert, steht dieser Entwicklung bei. Der Sauerteig des Evangeliums hat im Herzen des Menschen den unbezwingbaren Anspruch auf Würde erweckt und erweckt ihn auch weiter. Sehen Sie, das ist ein typisches Beispiel, wie da das Wahre und das Unwahre ineinander verschachtelt sind. Wir haben mit irgendeinem gesellschaftlichen Fortschrittsoptimismus rundherum nichts zu tun. In keiner Weise. Das kann man auch noch so schön dann drapieren. Ach ja, hier, natürlich. Das wird nur dann zur Auswirkung kommen, wenn die Einzelnen und ihre Gruppen die sittlichen und gesellschaftlichen Tugenden bei sich selbst pflegen und in der Gesellschaft zur Geltung bringen. Dann werden sie mit der notwendigen Hilfe der göttlichen Gnade wahrhaft neue Menschen und Erbauer einer neuen Menschheit. Da haben Sie das Freimaurerische,
optimistische Bild von einer neuen Menschheit, und das ist auch Teilhard de Chardin, wie er leibt und lebt, der da sagt, dass die eigentliche Zukunftserwartung in Christus auf das Diesseits gerichtet wird und der Übergang zur Vollendung der Welt im Jenseits eigentlich etwas Kontinuierliches ist. Die Menschheit en bloc, kollektiv, gestaltet sich von Fortschritt, zu immer höheren Vollkommenheit und ist dann schließlich am Endzustand angelangt. Eine Variante des dialektischen Materialismus, sonst gar nichts. Einen Augenblick. Ich will nicht alles vorlesen, was ich mir erst vorgenommen hatte. Immer wieder dasselbe, die Kirche geht mit der Menschheit den Weg gemeinsam und erfährt das gleiche irdische Geschick mit der Welt. Der heutige Mensch ist unterwegs zur volleren Entwicklung seiner Persönlichkeit. Ich möchte wissen, wieso. Und zu einer immer tieferen Einsicht und Durchsetzung seiner Rechten. Seiner Rechte. Da es aber der Kirche anvertraut ist, das Geheimnis Gottes des letzten Zieles der Menschen offenkundig zu machen, erschließt sie dem Menschen gleichzeitig das Verständnis seiner eigenen Existenz, das heißt die letzte Wahrheit über den Menschen. Es gibt da kein gemeinsames Gehen. Die Einheit der menschlichen Familie wird durch die Einheit der Familie der Kinder Gottes in vieler Hinsicht gestärkt und erfüllt. Auch das, alles das Böse in sich. Dann, durch beharrliches Studium sollen sich die Priester und so weiter fähig machen zum Dialog mit der Welt und mit Menschen jedweder Weltanschauung ihren Beitrag zu leisten. Sehen Sie, ein Konzil, da mag alles richtig sein, wo nur ein solcher Satz steht, der macht das ganze Konzil in sich ungültig. Wenn es nur dieser eine Satz wäre, wir haben keinen Beitrag zu leisten, wir haben den Ausschlag zu geben. Die Lehre von dem Beitrag ist das Böse in sich. Das ist kein Beitrag. Das ist alles oder nichts. Jetzt habe ich noch so drei Kostpröbchen. In unseren Jahren, das ist ganz dick, in unseren Jahren, in denen die Leiden und Ängste wütender oder drohender Kriege noch schwer auf den Menschen lasten, ist die gesamte Menschheitsfamilie in einer entscheidenden Stunde ihrer Entwicklung zur Reife angelangt. Allmählich ist sie sich untereinander näher gekommen und überall ist sie sich schon klarer ihrer Einheit bewusst. Eine dickere Irrlehre, dicker antichristlich kann es überhaupt nicht sein. Es ist völlig unmöglich, dass die Menschheit kollektiv zur Reife kommt, ganz abgesehen davon, dass es ja der Erfahrung der weithin zu machenden absolut widerspricht. Der Mensch ist vom Geistigen in diesem nihilistischen Jahrhundert so tief abgekommen wie nie zuvor. Er leistet ungeheure Verstandesarbeit, diffiziler, intensiver als je zuvor, aber ohne Geist, ohne geistiges Band, ohne Sinn, ohne Ziel. Wieso ist die Menschheit zur Reife gelangt? Die Menschen weithin, erstmal schon der Begriff Menschheit ist falsch, und zweitens die Menschen, denen wir weithin begegnen, sind unreifer als je in der für uns überschaubaren Geschichte geworden. Dann noch so ein Kostbröbchen aus dem Ökumenismus-Dekret. Ökumenismus. Es gibt nur eine Ökumene, das ist die katholische Kirche, sonst gibt es keine. Man muss den Geist und die Sinnesart der getrennten Brüder kennen. Das stimmt. Dazu bedarf es notwendig des Studiums, das der Wahrheit gemäß und in wohlwollender Gesinnung durchzuführen ist.
Katholiken, die dazu gebührend gerüstet sind, sollen sich eine bessere Kenntnis der Lehre und der Geschichte des geistlichen und liturgischen Lebens, der religiösen Psychologie und Kultur, die den Brüdern eigen ist, erwerben. Soweit nicht abzuweisen. Selbstverständlich muss ich um den wissen, den ich heilen soll, den ich zurückführen soll, den ich aus einem Irrtum befreien soll. Ich muss selbstverständlich wissen, was mit ihm ist. Das ist unbezweifelt. Dazu sind gemeinsame Zusammenkünfte, besonders zur Behandlung theologischer Fragen, sehr dienlich, bei denen, und jetzt kommt's, ein jeder mit dem anderen auf der Ebene der Gleichheit spricht. Par cum pari agat. Der Gleiche handele mit dem Gleichen. Das ist selbstverständlich der vollkommene Abfall. Wer sowas behauptet, ist abgefahren. Dann, ganz abgesehen jetzt von der, da ist noch eine Stelle. Ach ja, sehen Sie, der Islam, selbstverständlich habe ich vor dem Menschen, dem Gläubigen, Muslim, hohe Achtung. Darum geht es ja gar nicht. Aber ich kann doch nicht den Islam, der ganz entgegengesetzt der Erlösungsreligion ist, der den Menschen durch Leistungen vor Allah rechtfertigt, demgegenüber nicht Allah, der werbende Bräutigam ist, der nichts vom Menschen will, sondern den Menschen will, das ist ja das Neue, das eigentlich gottmenschlich Erlösende. Gott will nichts von dir, er will dich. Und du willst nichts von Gott, du willst Gott. Dieses Du zu Du ist das völlig Neue. Das Eigentliche, das Christus gebracht hat. Wie kann man dann sagen, mit Hochachtung betrachtet die Kirche auch die Muslimen, die den alleinigen Gott anbeten, den lebendigen und in sich seienden, barmherzigen und allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erde, der zu den Menschen gesprochen hat. Sie mühen sich, auch seinen verborgenen Ratschlüssen sich mit ganzer Seele zu unterwerfen, so wie Abraham sich Gott unterworfen hat, auf den der islamische Glaube sich gerne beruft. Jesus, den sie allerdings nicht als Gott anerkennen, verehren sie doch als Propheten und sie ehren seine jungfräuliche Mutter Maria, die sie bisweilen auch in Frömmigkeit anrufen. Überdies erwarten sie den Tag des Gerichtes. Das sind doch keine Parallelen, ich bitte Sie. Das sind doch aus dem Zusammenhang gerissene Dinge, die in den Vorraum des Christlichen, in die Ouvertüre, in die Erwartung, in den Advent hineingehören, aber da dies Postfaktum statuiert wird, nach Christus, ist dies doch ein klarer Abfall. Der Islam steht nun mal im Zeichen des Abgekommenseins von dieser Erlösung. Wie kann man mit so wohlwollenden Worten die Sache verharmlosen? Die katholische Kirche lehnt nichts von alledem ab, was in diesen Religionen wahr und heilig ist. Es ist nichts wahr, es ist wahrheitsträchtig, wahrheitsmöglich. Wahr könnte es erst werden im Ganzen.